nicht, ich kann nicht einfach nur pure auf Reaction spielen, aber er schon irgendwie. Das ist. Also beide. Ja? Die beiden sind also immer. Seit ich Brawl spiele, habe ich schon gegen SDN gespielt und mir ist immer aufgefallen, dass ich einfach nicht so wie er rumstehen kann. Weil wenn wir sozusagen High Noon spielen, hier so, wer zieht schneller, ne? Er zieht immer schneller, immer, jedes Mal. Keine Chance, reaktionstechnisch keine Chance gegen ihn. Und das ist, glaube ich, bei vielen Gegnern das Problem, aber Dafung ist keiner davon. Er ist auch einfach ein Spieler, der wirklich reactionary spielen kann und super patient ist und auch einfach sehr genau in seinem Spielen. Also so Spacing, das braucht man halt auch gegen einen Spieler wie SDN, der halt auch ein Schwert in der Hand trägt, ne? Total, und dann könnte man... Oh, das könnte sein. Ja, ah, das hätte auch eine Back-Air vielleicht sein können, ich weiß nicht. 168. Ein bisschen Wasser. Das ist... Ich hol dir sonst mal. Warte. Hast du noch? Hier ist noch was drin. Dann mache ich mir hier noch schnell einen Tee. So langsam nach 6 Stunden so meine... Stimmbänder auch ein bisschen gereizt. Das glaube ich nicht. Boah, was ging denn da unter der Map gerade? Ja, was ging denn da ab? Ich habe nicht hingeguckt. Alter, die haben sich bis nach unter die Map mitten in die Mitte gechased und haben sich dann da Double Stock weggeholt. Boah, okay. Ja, eigentlich am Anfang sah es ja echt gut aus für Dafung, dass er da einen frühen Stock kriegt. Also wahrscheinlich kein schlechter Trade für SDN. Gerade Kanalwette, ne? Also nicht, dass ihr das verpasst. Wer gewinnt das Grand Finals? Eben gerade hat niemand auf Dafung gesetzt. Keiner hat Geld bekommen, ja? Keiner. Da ist jemand sehr arm geworden, aber ist keiner daran reich geworden. Das ist doch schade. Das ist doch Verschwendung. Das System hat das Geld bekommen. Am Ende gewinnt immer die Bank. Genau. Ja. Aber was ich auch noch dazu sagen wollte, also das musst du halt schaffen, wenn er irgendwie davon das macht, ne? Mit diesem reaktiven Gameplay, was im ersten Moment vielleicht ja nicht so spektakulär game-aufdringend ist, so von wegen, ich habe meinen Spielplan, ich dränge ihn dir auf, aber vielleicht ist es genau das. Schön, Smash. Ja, auf jeden Fall. Nach dem Game würde ich gerne mal ein bisschen promoten, einfach weil, du bist ja jetzt das erste Mal hier. Ja. Und, mich hat total überrascht, wie gut du kommentieren kannst, auch so Gameplay-wise und so, dass Dankeschön. Du da echt viel Ahnung von hast. Und ja, deswegen müssen wir dich auf jeden Fall shoutouten. Da musst du mal sagen, was du so machst und so. vielleicht so, was für Social Media du nutzt, weil sollte man auf jeden Fall reinfollowen. So. Oh, okay. Sehr sweet von dir. Vielen, vielen Dank. Ja, safe. Der wird rein supported, immer. Jetzt gerade echt... Das sieht gut aus. Die Side B, der Jump. Na, ja, das war's. Das crazy. Es ist sad. Dafung setzt einen drauf. Er gewinnt das erste Game vom Grand Finals einfach. Yo. Gewinnt Dafung hier ja das erste Mal in die Z. Das wäre ja so crazy. Dann hätte er aber auch so den Run, ne? Also, voll. Auf jeden Fall. Ich hab ja die halbe Welt genannt, als ich gefragt wurde, wer das gewinnt. Also... ob ich das abschätzen kann. Ich habe nicht davon gesagt. Oder habe ich? Habe ich gesagt? Ich glaube nicht. Okay, ne? Aber vielleicht machst du es ab jetzt in Zukunft. Oh ja, jetzt auf jeden Fall. Ich meine, es war halt immer am Endgegner, ne? Also SDN war halt immer Endgegner. So wie Beißel. Also für Beißel war Dafung so der Endgegner. Eine Zeit lang. Und Dafung war aber... Sagen wir so. Dafung hat Beißel gegatekeept und SDN hat Dafung gegatekeept. Und dann war es ja gut. Aber jetzt hat sich das wohl geändert. Man hat auch gemerkt, dass Dafung sich auf jeden Fall auf Ike vorbereitet hat. Vielleicht hat er die Wots gesehen. Wir haben... Oh, schöner Down Smash. Call out. Spot Dodge Down Smash. Sehr schön. Und so kann man auch mal einen Stock kriegen, einfach mit einem Smash. Oh, überlebt er das? Ja, der Jump ist auch noch da. Tatsächlich noch. Tatsache. Bei 83%. Oh, aber Early Kill. Ich wollte gerade noch sagen, er steht gerade noch gut da und zack, holt SDN. Beweist uns das Gegenteil. Ja, es kann ganz schnell gehen. Ja, also wir laden die Wots auch immer auf... NIZ Smash hoch auf YouTube. Also man kann sich das da alles reinziehen. Von daher, ich weiß auch, dass SDN jemand ist, der seine Wots nutzt, um besser zu werden. Und man merkt so heftig, gerade gegen Beißel, weil der halt, naja, das Dosen-Gameplay und so, das muss man sich nochmal von
praktisch von außen angucken, wie man dagegen gespielt hat und wo man verkopft war und so. Und dann fällt es einem halt auch wirklich im Bracket auf. Oder man übt bestimmte Manöver, die man verkackt hat im Bracket oder sowas. Deswegen immer WOTS schauen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Also gerade Niceface ist auch so jemand, der so WOT-Analysen und sowas total gut macht. Das hat er früher mal gemacht. Der Upsmash killt fast. Ja, und ich finde das mega cool gerade, dass man immer Entwicklung sehen kann. Also ich sehe die Jungs einmal im Monat immer. Mhm. Und ich selbst spiele eigentlich gar nicht mehr so. Aber die halt schon so, hin und wieder zumindest. Und die Evolution ist halt echt da. Okay, es hat so halbwegs geklappt. Zumindest nichts Schlechtes bei rausgekommen. Ja, aber ist schon cool, wenn sie dann halt von NEZ zu NEZ immer in ihren Skill-Improvements arbeiten, ne? Und dann schlussendlich zu solchen Monstern digitieren. Oh. Ja, auf jeden Fall. Das ist auch immer cool. Oh, schöner Callout. Ja, SDN braucht eben einen Jump, damit er Nairs machen kann. Und aus den Nairs kommen die Kombos. Ja, das hat davon gemerkt und da einfach mal reingehalten. Sehr schön. Da wollte, glaube ich, SDN noch ein bisschen das Timing noch so ein bisschen ändern, indem er nochmal springt. Und sofort Callout. Okay, diesmal 32. Das war nicht nur ein Hit. Das ist doch schon mal etwas. Aber praktisch immer noch super even. Also ja. SDN lässt sich das da nicht nehmen, immer nah dran zu bleiben. Damit ist er zufrieden, nah dran zu sein und dann am Ende zu gewinnen. Aber jetzt gerade, also... Oh, schöner Parry. Ja, das Momentum, richtig nice. Guck mal, wie er das ausbaut. Schon wieder. Und da wird man dann als Ike möglicherweise auch mal nervös, weil... Die Nair, die braucht man einfach. Was soll man denn sonst machen, außer irgendwie mal fast fallen, mal nicht fast fallen, mal einen Double Jump machen, aber im Endeffekt halt immer noch die Nair und dann das Combo starten, ne? Ja, du musst halt gucken, dass du es irgendwie abgemixt bekommst, aber so, dass es halt nicht readable ist, ne? Ja. Okay, die Nair. Ja, okay. Davor haben wir ja gesehen, dass der Funk da irgendwie so er dodged irgendwie in einem bestimmten... Oder wollte SDN auf jeden Fall einen Early Kill haben. Das, da hat er geschargt. Oh, ich dachte schon, da kommt die Dash Attack und ich glaube, der Funk wusste das auch. Also, dass sie... Das hätte eben gerade ein Kill sein können. Oh, das geht doch nicht. Downbeat. Ja. Was passiert jetzt? Okay. Oh, er hat ihn gerade noch so mit der Abi erwischt. Getroffen, ja. Oh. Nochmal Patient. Oh. Du, Patient Zero. Oh. Der nächste Hit kann sein und das ist er. Oh mein Gott, ich dachte, der Funk würde da irgendwie einen Grab machen oder so. Ja, warum nicht? Einfach ein Upsmash. Out of Shield Upsmash. Immer gute Frames. Also nicht zu viele Frames. Out of Shield Upsmash. Jo, das ist das 2-0. Was geht da? Er hat sich WOTS angeguckt. Es ist gar keine andere Chance. Apropos WOTS gucken, nochmal ganz kurz Shoutout an das Match, was ich gleich erwähnen werde, nämlich von letzten NDZ. Ich glaube, das war Scorpion. Pit gegen den Peach. Ja, genau. Scorpion gegen Kenzie oder so. Oder gegen Lifted Skull, genau. Ja. Scorpion gegen Lifted Skull. Oh, das war ja so Hype. Das seht ihr auch auf NDZ Smash. Das ist, glaube ich, ganz, ganz oben auf der Frontpage gerade. Ja. Jetzt ist ein richtiger... Oh! Ich dachte schon Early Kill, aber no way. Aber trotzdem guter Damage gerade, ne? Aber... Man sieht so, SDN zögert trotzdem nicht. Ich meine, gerade der Grab, der war auch echt crazy. Also, sind so kleine Dinge, aber ich würde nie drauf kommen, so, weißt du? Er hat sofort gegrabbt. Er war so weit auseinander. Und das einzige Manöver, worin das praktisch, fast gekillt, irgendwie geklappt hätte, ist, wenn beide aufeinander zulaufen. Und beide laufen aufeinander zu, er grabbt direkt. Das ist schon ballsy. Da darfst du auf jeden Fall auf keinen Fall an dir zweifeln, wenn du so eine Moves machst. Das musst du dann noch durchziehen. Ja. Da darfst du nicht choken. Ja, SDN also auch in Game Nummer 3 nach einem 2-0. Echt. Oh, das killt. Oh, und das ist die Lead. Ja, ich habe hier leider. Ich weiß nicht, irgendwie buggt der Twitch-Chat rum und ich kann irgendwie nur. Wenn ich refreshe, kann ich ein paar neue Sachen sehen, aber danach lädt das irgendwie nicht weiter. Ja. Das zackt ein bisschen. Naja. Technik manchmal. Ich würde gerne Kommentare lesen, aber dann ist das so. Dann halt nur Gameplay. So, also wir haben hier inzwischen wieder ein even Match. Jetzt gerade macht SDN ziemlich gut Druck an der Edge mit der Fair.
Oh, puncht alles. Oh, puncht alles mit der Fair. Crazy. Wow. Okay. Oh ja, wenn du möchtest, kannst du gerne. Das genau, ich fände die Geld. Ja, das war ein zicker Stock, sehr clean von SDN. Ja, und jetzt steht schon wieder zwei Stocks für SDN. Da funkt mit ein und hat einen relativ hohen Prozenten mit dabei. Vor allem ist es nicht leicht. Also SDN ist echt gut an der Edge. Also so Edge Garden und so ein Kram. Da funkt aber auch, die sind beide sehr gut da drin. Und gerade ein kompletter Squash von SDN. Oh, GG. Oh, GG, ja. Ja. Ich merke, also, ich weiß schon, was der Funk damit gemeint hat. Er dachte jetzt so, ja, okay, ich probiere es einfach. Hat nicht funktioniert. Er ist aber auch 2-0 in Führung. Darf man auch. Und hatte, darf man auf jeden Fall mal machen in dem Sinne. Er hätte entweder ausgeglichen oder halt das Match gedroppt und das stand schon nicht schlecht. Also 2-1. Ja, nicht gut, meine ich. 2-1 jetzt gerade. Wir gehen wahrscheinlich wieder auf Pokémon Stadium, ne? Da, also stage-mäßig. Nee, ist. Okay. Ist hollow. Das wird hier aktiv gecounterpickt. Das ist jetzt natürlich wieder eine etwas kleinere Stage. Ansonsten weiß ich ehrlich gesagt echt wenig über die. In Ultimate habe ich mich irgendwie nie so richtig damit auseinandergesetzt, welche Stage inwiefern gut ist. Ich habe halt nur meine Favoriten, die ich immer nehme. Ja. Ja, es kommt immer auch darauf an, was für Charakter hast du, ne? Und was für einen Gameplan verfolgst du dabei. Okay. Into Up B, killt ja nicht. Keine Early Kills hier. Also auf SDN keine Early Kills. Immer nur Damage, aber... Ja, okay. Hier Super Armor. Dash Attack? Nein. Ne, aber da kommt die Dash Attack. Oh. Oh, da hat es versucht mit der Berg, ja. Ah, das ist ja ein Smash. Killt aber noch nicht. Oh. Forward. Und damit war er offen. So, was nun? Warten. Und wieder. Und der... Oh, Call-Out. Einfach der Roll-Call-Out. Wann sieht man bei SDN mal jemals eine Rolle? Ganz im Ernst. Ja, crazy. Nee, gerade als Ike nicht, dann willst du dann halt einfach mit mehr da rauskommen, ne? Ja, du kannst halt... Hast halt auch schon die Option, dass du einfach... fair von der Edge aus machst. Also hast schon keine schlechten Optionen eigentlich. Kannst du auch einfach nochmal Up-B machen, wenn Leute zu nah dran stehen. Kannst du einfach nochmal Up-B machen. Genau, stolz das Ganze einfach nochmal kurz. Das ist ja grundsätzlich auch bei Ike, das macht SDN ja ganz gerne, dass er onstage ist und dann Up-B macht, einfach so nach hinten an die Edge. Ja, bist halt wieder an der Edge, ne? Aber du kannst die Gegner ausstoren. Jetzt gerade wieder nur stockmäßig in Führung der Funk. Stan hat aufgeholt. Dann prozentemäßig, meine ich. Stock. Ja. Stockmäßig ist es wieder even. Aber oh, die Side B, die B, nicht geklappt. Boah, da hat er schon ein bisschen Angst auch offstage. Ja, nach der einen Aktion da von SDN letztes Game. Respektet er schon ein bisschen. Ja, muss man auch. Wenn man hier irgendwie lebend rauskommen soll, will. Oh. Ah! Kommt noch ja ran. Ja. Aber kommt auch weg von der Edge, weil jetzt im Moment lässt ihm SDN keine Luft. Ja doch, jetzt schon. Oh, okay. Ja. Nur angetäuscht und dann direkt Dash Attack. Ja, und damit hat SDN auch gerade gezeigt, ne? Also 100% Unterschied hat einfach bei einem Ei gar nicht so viel zu bedeuten. Mhm. Ja, kommt die Up hier oder Shield. 21%, das ist halt guter Damage, ne? Ah, die Back Air, okay. Okay, wir sind jetzt hier wieder Last Stock. Und davon muss ich im Klaren sein, wenn er das gewinnt, dann hat er die Zeit einfach gewonnen, das erste Mal. Und das ist halt auch super viel Pressure, die dann auf so einem jungen Rücken dann auch sind. Oh, ne? Das ist guter Damage. Aber er weiß trotzdem, das zu nutzen. Kann er hier noch weitermachen? Bleibt bei 70%. Oh, das ist jetzt gerade eine schwierige Situation. Schwierige Situation. Das ist Bike. Und da ist SDN einfach Klatsch. Und gleicht das hier einfach crazy aus. Boah. Alter, das ist das 2-2. Ja, einfach durchgespiked. Einfach durchgespiked. Hin und wieder klappt es dann doch mal. Ja. Krass. Doch gar nicht so viele Spikes gesehen davon mit Ike heute. Nee, also er macht das schon selten. Also Down Air.
Aber halt in solchen Situationen, ne? Kann dann doch mal klappen und dann ist halt crazy. Also eben gerade, wow. Das war schon echt heftig gerade. Okay. So, jetzt geht's nochmal ins Eingemachte, meine Damen und Herren. Oi, 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 oi. Grand Gut. Finals, davon gegen SDN. Es geht wirklich hier wahrlich um die Wurst. Oh ja. Okay, Down Throw Into, fair, schön, Bread and Butter. Wir gehen ein bisschen weg, wollen keine Fair abbekommen. Okay, ah ja. Oh. Ja, da gut rausgebaitet gerade mit dem Spot Dodge, nice. Okay, wir sehen, hören Xenoblade-Musik, glaube ich. Ja, das mag gut sein, ich habe es nie gespielt. Ich glaube, das kam ja auch die ersten Teile bis auf Wii U dann irgendwann mal gar nicht hier in Deutschland raus, oder? Ich weiß das auch nicht, ich habe nur Freunde, die große Fans sind. Ich habe einen Teil gespielt. Xenoblade X oder so? Weiß ich nicht mehr, aber es war gut. Ja, das war das, glaube ich, für Wii U dann nachher. Das war auch crazy. Die Musik ist von dem Macher von der Musik von Attack on Titan. Ah! Ja, okay. Das hat man sofort gehört. Die war ziemlich sick. Und dann auch immer mit diesem deutschen. Weißt du, das auf einmal so deutsche Sängerin oder so. Deutsche Texte finde ich immer sehr witzig, wenn ich sowas im Japanischen höre. So. Ja, ist das jetzt deutsch oder bilde ich mir das nur ein? Stimmt, ja, das war ja bei Attack on Titan. Ja, voll. Wir sind das Erste, ne? Wir sind die Jäger. Auf jeden Fall. Okay, jetzt gerade. Ja, Schlag auf Schlag. Oh, ja, ja, das hat er gut geredet. Ja, aber da kommt noch eine Side B. Diesmal an die Edge, noch eine Side B. Einfach nur so, ja, du kannst sie nicht alle. Und der Upsmash! Also ich sehe in der Player-Cam schon auch, dass SDN so ein bisschen genervt ist. Also, das ist ein gutes Zeichen für der Funk, sagen wir so. Ja. Normalerweise Patient as Flip. Aber jetzt gerade so ein bisschen genervt. Also langsam Mürbeteig. Aber ist immer noch ein langer Weg. Ist jetzt das letzte Game, aber. Ja gut, das letzte Game von diesem Set. Ja. Das letzte Game, das Dafung gewinnen muss, aber sollte SDN das gewinnen, ne? Das ist nicht das letzte. Und das sind Mürbe-Erscheinungen schon halt im ersten von den beiden Sets. Also mal gucken, wer hat hier mehr Patience? Ich sehe bei Dafung andauernd, dass er bei allem nickt, also und grinst und lacht so. Das ist ein gutes Zeichen, also wenn man das Ganze positiv irgendwie sieht, dann. Oder irgendwie respekten und appreciaten kann, das ist ein gutes Zeichen. Das zehrt dann nicht so. Er ist so aktiv einen. Halt mit dabei, ne? Ja. Verrennt sich nicht so Gedanken dabei. Und dann einfach auch chilliger Dude so. Also, gutes Mindset einfach so. Rennt auch immer mit Grinsen hier durch die Gegend. Ja, auf jeden Fall. Also, sowas braucht man auf der Welt, ganz wichtig. Ja. Mehr also davon. Permanentes Grinsen. Ja. Okay, jetzt wieder scary. Wir haben gesehen, was letztes Mal passiert ist. Kann sein, dass. Jetzt ist halt die Angst da, dass SDN sowas macht, ne? Einfach so eine Down-Air oder die Fairs eben gerade. Also er macht jetzt schon ein bisschen mehr auf Risiko. Upsmash reicht noch nicht. Okay, wieder an der Edge. Die Up-B, wieder an die Edge. Und wir machen noch eine Up-B. Ja, das meinte ich. Ja. Das meinte ich. Also das kann man halt mal machen. Einfach auf chillig so. Auf chillig. Mach doch mal so. Ah. Mhm, der F-Tilt. Und jetzt ist, ne? Ja. Stichzeit, Stichtag. Oh. Kommt jetzt eine SDN-Combo, die das Ganze beendet und wieder neu anfangen lässt. Oh, oh. Jump ist weg. Schön gelandet. Ja, jetzt hier wieder. Oh. Ja. Ja, der Funk findet gerade kein Opening. Er weiß gerade nicht so genau, wie er reinkommen soll. Und vor allem, weil er halt diesen Kill braucht, ne? Jetzt im Moment heißt es, glaube ich, einfach nur einfach Damage ein bisschen machen. Einfach ein bisschen Damage machen und den Kopf resetten. Und wenn planlos ist, einfach draufhauen. Ah, 87% aber jetzt hat er dafür. Oh, Grab! Oh, kein Grab! Ein Auto-Shield Up vielleicht? Könnte es das sein? Es wird bestimmt wieder ein Upsmash werden. Ja, es waren viele Upsmashes, ne? Ja. Ja, das ist halt scary, ne? Also mit 100%. Max Rage Ike, da reicht jetzt auch schon eine Fair wahrscheinlich, wenn es an der Edge ist. Ah, ne. Auch wenn der Grab dann kommt, so. Ah! Kein Callout von SDN, der spielt das hier ganz patient. Oh, richtig guter Turnaround. Don't say it. Oh, das. Und, nein, oh, da ist kommt er rausgekommen. Oh, und das killt. Ja. Okay. Okay, und Reset. Wenn er es jetzt schafft. Mindset Reset.
Ah, mal gucken. Womit fängt er hier an? Ah. Mit einem... Nein, das reicht noch nicht. Geht noch nicht. Ja, bleibt da on stage. Und noch eine Fair und das reicht. Ja. Das war's. Boah. Hast du das... das da war super viel Druck auf den Schultern. Ja, auf das jeden hat man Fall. Gerade bei davon gehört. Hui, hui, hui. Ja, das ist halt, ne? Also einerseits, er hat halt noch dieses... sein letztes Leben jetzt praktisch. Mhm. Auf der anderen Seite, man denkt halt schon so, ja, ich habe 2-0 geführt und jetzt muss ich wieder von vorne anfangen. Bei 0-0, das ist halt rough, ne? Also, das ja. ist nicht ohne. Das musst du auch erstmal durchstehen jetzt, ne? Kannst du einmal schnell umschalten? Es geht schon los. ja, hier. Ja, guck mal, da sind wir doch. Genau. Ja, alles gut, auch wenn da kurz 3-2 steht oder so. Das passt. Okay. Also, Grand Finals Reset 0-0. Wir fangen wieder bei 0 an. Das ist so crazy. Das aber, sind auch so spannende Matches da. Ja, aber fangen auch die Köpfe bei 0 an gerade. Also SDN bestimmt mit einem guten Gefühl, weil er eben gerade stand 2-0. 2-0 ja, für Dafung, ja? Und er hat die letzten 3 Games gewonnen. Also würde ich sagen, SDNs Kopf ist gerade voll in Ordnung. Der wird denken, ja, also, safe, jetzt schaffe ich das. Aber was denkt Dafung? Das frage ich mich. Ist jetzt gerade wieder komplett even? Er sieht konzentriert aus, sind beide, ne? Also beide. Auch SDN sieht wieder ein bisschen aufgelockerter aus. Er hat es geschafft. Er kann jetzt einfach wieder von vorne anfangen. Oh, Schwingeraustausch. Ja, das ist auch witzig, in die Playercams teilweise zu gucken, ne? Ja. Also man sieht jetzt auch schon ein paar mehr Reaktionen von Dafung. Auch irritierte Reaktionen. Ja, man kann sich da so ein bisschen denken, was die beiden sich denken. Also, ja, das habe ich echt nicht bekommen oder irgendwie sowas. Macht einen alles halt so ein bisschen langsamer einfach meistens. Ja, du darfst nicht denken, du musst da Ultra Instinct gehen, ne? In die Zone, wie man so schön sagt, in Smash und bei ein paar anderen Fighting Games. Einfach in die Zone. In die Zone, okay. Ja, interessant. Den Begriff habe ich noch nicht gehört. Ich glaube, kennst du Kuroko no Basket? Ist das nicht dieser Volleyball? Ja, das ist Basketball. Oder Basketball. Basketball-Anime. Basketball. Und ich glaube, von da kommt das. Das ist halt immer richtig insane, ne? Also wenn die in ihre Zone kommen, dann haben die so Blitze aus ihren Augen und dribbeln auf einmal alle aus oder machen halt das, was sie gut machen, besonders gut. So eine Dude wirft dann einfach, egal wo er steht, die ganze Zeit Dreier. So, er kriegt den Ball, okay, wirft ihn rein, egal wo. Das ist halt geil. Das ist halt ziemlich cool. Nice, okay, das ist so Super Saiyajin-Modus. Ja, genau. Okay, yeah. Ja, feier ich. Früher dachte ich, Sports-Anime sind so Trash. Mhm. Ich habe halt nur Kickers geguckt und ich fand das irgendwie weird einfach nur. Oh, als schade. Kind. Schade, ich fand so Kickers war Liebe. War auch cool, aber war auch einfach weird, so was die geredet haben und so. Das war schon anders als diese westlichen Sachen. Ja. Ja, also so diese ganzen Krillin-Type-Charakter, die so am Rand stehen, so, die machen jetzt die Attacke. Das hat noch niemand geschafft, da irgendwas zu machen. Irgendwie so, weißt du? Oh, das war am schlimmsten immer bei Yu-Gi-Oh! Ne? Wenn sie dann so, oh nein, er hat jetzt die Karte gespielt. Ja. Das Einzige, was er jetzt machen könnte, ist das. Das Backseaten. Ja, genau. So heftig am Backseat, Tristan und Thea. Oh, Thea. Ja. Gott bewahre. Ja, ey. Zum Glück sind wir. In der deutschen Version durfte sie noch nicht mal verliebt sein in Yu-Gi. War einfach nur ganz tolle Freunde. Richtig toll. Ja, währenddessen sind es... Oh, 2 Stocks gezogen worden. Auf jeder Seite einer. Und vielleicht noch ein dritter jetzt. Oh, er hat gedacht, da rollt einer on. Noch eine Abwehr. Oh, ich hätte gedacht, da kommt wieder der Abzwisch. Oh mein Gott. Boah. Oh, jetzt kommen so langsam die Flaps so ein bisschen. Oh mein Gott. Man sieht so Openings, aber kann halt nicht auf alles reagieren immer, ne? Und jetzt wieder die Edge. Ah, die Edge, ich glaube, langsam hat Dafung auch keine Lust mehr auf diese Ecke. Oh, die Back, er trifft gerade so nicht. Oh! Der Upsmash! Okay. Mit Harry, crazy. Ja, er steht da. Und nickt dann, ja, ja. That's what you get. Ja, schauen wir doch mal. Also, 0,9%, das war der eine Hit. Und ja. Ja, es ist es immer. Ich weiß auch nicht warum, aber SDN schafft es immer auszugleichen sofort. Immer. Das ist halt verrückt. Ist eine Qualität, die er anscheinend mitzubringen, ja. Aber keiner dreistockt hier SDN einfach so. Das passiert nicht.
Er gibt sich damit zufrieden, 0,9% hinter dir zu sein. Und dann so langsam, ne? Aber jetzt gerade auch wieder, Prozent-Lead, das macht der Funk halt echt gut. Also er schafft es nicht lang, die Lead zu halten, die Stock-Lead, aber Prozent-Lead schafft er danach fast immer wieder. Oh, jetzt das Comeback. Geht's aggressiv? Okay. Ah, oh. Da kommt die Abby, die macht guten Damage immer. Oh. Oh, die Faust genau ins Gesicht, genau aufs Kinn. Alter, wie das aussah. Bip, und dann bing. Das hat gepasst. Ja, das hat echt gepasst. Uiuiuiui. Alter. Ja. Crazy, da hat er ihn wirklich gezeigt, wie aus einer flachen Hand eine Faust wird. Ne? Und dann zack, einfach eingeschenkt, das Ding. Ja, richtig gut. Ja, ey. Schickt mal auf jeden Fall an andere Leute weiter. Die müssen auch hier sehen. Der Funk vielleicht mit seinem ersten Turnier-Win. Das wäre crazy auch. Er hat teilweise so heftige Sets gespielt auch hier oder Turnier-Runs gehabt. Aber meistens war es halt so, dass SDN immer so der Endgegner war, ne? Der geheime Endgegner, den du nicht besiegen darfst, so ungefähr. Ja. Psycho Mantis. Also schnell einen anderen Controller-Board rein. Ja, aber ja, also jetzt im Moment sieht es echt so aus, als ob er eine echt solide Chance hat, einfach sein erstes Turnier zu gewinnen. Hat das letzte Set 2-0 geführt gegen SDN und SDN hat es einfach verrückt wieder zurückgebracht, richtig crazy. Und jetzt steht es aber wieder 1-0, einfach. Von daher, also ich schließe hier gar nichts mehr aus. So solide, wie er das auch wirklich bis hier gespielt hat. Ne? Also egal für wen das jetzt im Endeffekt nachher ausgehen wird, ne? Du kannst einfach auch sagen, das ist wirklich durch und durch eine verdiente Sache gewesen. Mhm. Ich muss auch sagen, ich habe mal Lust, so die Statistik zu machen von den letzten 21 NDZs. Einfach weil... Oh, deftet! Reicht noch nicht. Oh ja, extra lang gewartet mit der Fair. Richtig gut gemacht von SDN. Ich würde mich mal interessieren, was so statistisch, so wie wer hat die meisten Turniere gewonnen, wer hat so Elo-mäßig die meisten, also es wird alles SDN sein, aber wie viele Turniere hat SDN von 21 gewonnen, das würde mich echt mal interessieren. Ich würde schon sagen, so 10 bis 15 mindestens. Ach, tatsächlich? Also locker mehr als die Hälfte, 100 pro. Ja, okay. Vielleicht einfach mal die Exit-Tabelle nochmal ranholen. Ja. Eigentlich gibt es da so ein Programm, aber das ging irgendwie nicht letztens und dann habe ich auch keinen Bock mehr irgendwie. Weiß nicht, ob irgendjemand da mehr Ahnung von hat. Also früher habe ich als Skillkeeper benutzt. Da konnte man direkt die Dateien von StarGG einspeisen und dann erspart man sich halt einiges. Gilt noch nicht. Jetzt hier der zweite Stock schon von davon, ne? Kann er sich da erlauben, praktisch jetzt schon mental auszuchecken und sich für das dritte Game vorzubereiten? Oder lohnt es sich noch, drin zu bleiben und irgendwie auf ein Comeback zu hoffen? Weil jetzt gerade ist es halt wieder 3-1, ne? Also ja. Stockwise. Da noch jetzt noch großartig zu holen, also das ist natürlich machbar, gar keine Frage. Aber willst du so jetzt alles da reinsetzen? Könntest du. Batterie geht halt irgendwann auch leer. Das ist es nämlich gerade und jetzt befinden wir uns im sechsten, siebten Spiel. Okay, okay. Ich dachte, da würde er vielleicht noch was hinterherjagen, tatsächlich. Aber er ist da sehr patient. Oh, die Tech Chase ist da. Aber neutral dann verloren. Also die Edge-Situation verliert er eher. Also da hat SDN auf jeden Fall einen großen Vorteil. Kann aber da irgendwie kommen gerade. Oh, die Dash-Tech wird hart gepunished, aber killt noch nicht. Oh, lebt. Oh. Down here, hä? das sah komisch aus. Ja, jetzt sieht es so ein bisschen aus, als wäre der Funk gerade ausgecheckt. Mal schauen, ob er da sein Mindset resetten kann. Also ich kann da nur empfehlen, ein paar tiefe Atemzüge zu nehmen. Das hilft manchmal. Darf man aufstehen? Ja, und mal kurz so Jumping Jack, whatever machen? Also so, wenn man nur so eine Minute irgendwie so ein bisschen, weißt du, irgendwie frische Luft braucht oder so, dann kann man das mal schnell machen. Ja, nach, okay. Nach jedem Game natürlich nicht, ne? Also, dass man dann wirklich, könnte man voll machen, auch um den Gegner irgendwie so ein bisschen anzunerven. Mhm. Wenn man so ein Spieler ist, weißt du, dass du den aus dem Konzept bringst, indem du irgendwie sagst, okay, also wie lange habe ich Zeit zwischen den Sets? Und dann so, ja, 5 Minuten. Gut, dann
gehe ich jetzt 5 Minuten raus, auch wenn ich es eigentlich nicht nötig habe, aber einfach nur, um einfach ein bisschen Zeit zu verschwenden. Ja, die Turnierorga wird dich lieben. Also es gab so ein paar Spieler, die haben so kleine Sachen immer gemacht, die einfach nur nerven. Konkon war ein Luigi-Spieler aus Amiland. Und der hat immer zwischen den Sets auch noch so am Fernseher so um 1 Grad verschoben und sowas. Und seine Gegner damit so angenervt einfach. Das ist verrückt. Also diese kleinen peniblen Sachen, die einfach nerven, weißt du? Kann man machen, aber es ist irgendwie auch einfach dumm. Bringt einen das nicht selber auch irgendwie raus? Ja, ich weiß nicht. Manche Leute sind halt irgendwie auch so sehr neu. Wie nennt sich das nochmal? Neurosen? Neurotisch? Neurotisch, genau. Neurotisch. Und dann brauchen die das vielleicht auch, aber es nervt halt die anderen. Ja. Okay, also hier wieder Stock Lead gerade für SDN. Und der Funk hat halt nichts außer einem Grab. Also das hilft halt manchmal, wenn man einen Grab hat, der irgendwann killt. Weil man dann halt eine Schere-Stein-Papier-Option hat, die anders ist als Stein, mit der du killen kannst. Aber ja, das ist hier kein Lukas oder irgendwas. Das ist eben Knee Brawler, so ähnlich wie irgendwie oder aus dem Fox. Da hat ihn aber auch gezeigt, wie man brawlt, ne? Mit dem Upbeat, der wird gesettet. Ja, und das hat er auch... ja, in den vergangenen Games eigentlich ganz gut gemacht, dass er irgendwie die Jumps readet und dann call-outet mit der Up-B. Also das kann ich mir durchaus vorstellen, wobei SDN wahrscheinlich so viel Footage, wie er geguckt hat, er jumpt wahrscheinlich gar nicht mehr viel, wenn hohe Prozente sind. Der kann auch echt gut ohne Jump einfach spielen. Wie gesagt, dieses Auf-Reaction auf dich zulaufen und chillen oder Dash-Attacken oder grabben und sowas, es kann... ist dir halt echt gut. Ja, das ist auch etwas, was du dir aneignen musst, indem du dich konzentriert damit auseinandersetzt. Das war ein harter Punish. Und das killt. Und das ist heartbreaking jetzt gerade für Dafong. Verliert ihr hier gerade die Set-Lead oder Game-Lead, indem er hier ja, durch sowas halt verliert. Ah, das, ja. Ja, es war klar. Also, er muss es irgendwie auch versuchen, ne? Aber... ja, war klar, dass ich dachte, dass SDN tatsächlich dann auch versucht, irgendwie beide runterzuziehen. Weil damit hätte er gewonnen. Ja klar, wenn du den Upbeater schon so ansetzt, ne, dann geht es eigentlich in die Richtung. Hat jetzt in dem Fall nicht geklappt. Okay. Extended näher Up-Air. Okay. Oh. Irgendwie fair hinterher. Jetzt geht's ganz schnell hier gerade. Also jetzt gerade hat SDN der Funk ziemlich gebrochen. Wird leider zum Spielball gerade so ein bisschen, ne? Ja, vor allem so, ich sehe bei SDN halt meistens nicht, dass er so gebrochen ist, weißt du? Das hat er manchmal, wenn er... Oh, der Abtilt, schön! Das hat er manchmal, wenn er verliert und dann im Loser spielt, hat man das Gefühl, dass er so ein bisschen gebrochen ist, aber nie im Set. Und ja, damit ist er, glaube ich, auch so ziemlich der Einzige. Also bei manchen hat man das Gefühl, die erholen sich schnell wieder. Also bei Robin GG war das zum Beispiel so, dass er teilweise gebrochen wirkt und dann auf einmal so wieder komplett eskaliert. So. Aber ja, also jetzt gerade macht SDN da ziemlich den Sack zu. Also es ist schon ziemlich crazy gerade. Okay. Ja. Viertes Spiel in der Runde. Entweder ist es jetzt Matchball oder wir sind wieder im 4-4. Ja, jetzt versucht mit dem Grab einfach nochmal mehr Damage rauszuholen. Ich meine, muss er ja irgendwie auch, ne? Ja. Muss er halt selbst wissen, wie er jetzt spielt. Ist nicht leicht. Game 10. Ah, ja, ja. Schön gejuggelt da an der Stelle. Oh, das wird, jetzt kommt er wieder, glaube ich, ein bisschen rein. Ja. Das war eben more patient gespielt. Hat man auch gleich dann wieder dran gesehen, dass es rewarded wurde. Oh. Okay. Ja, guck mal. Die Patient ist es wieder da. Wenn der Funk das ausgleicht, ne? Alter. Ja. Okay. Up-Throw einfach für den Juggle. Ich habe noch keine Up-Air-Kills gesehen. Geht das irgendwann?
Oh, der Damage und der Knockback. Und jetzt wieder diese Situation. Oh, die ist halt schwierig. Oh, einfach ruhig geblieben. Guck mal, er ist wieder patient. Er beobachtet gerade nur. Ah, das Game ist sehr risky gegen SDN. Jawoll. Aber das Rumstil-Game ist super risky gegen SDN. Der kann das eigentlich immer call-outen. Oh. Okay, zwei Hits. Der Fluch ist gebrochen. Jawoll. Okay, er ist nicht nach einem Hit gestorben. Let's go. Und er ist einfach schnell nach unten geerdert. Damit hat keiner gerechnet. Yo. Mit der Freestock liegt auf jeden Fall mit dabei. Der Funk hat sich wieder gefangen. Oh mein Gott. Boah, das ist so crazy. Alter, das sieht so aus, als ob der Funk SDN wäre und SDN der Funk. Oh. Hat sich so gefangen, das. Sehr schön. Was passiert hier? Das ist ja gerade crazy. So eine Lead. Das hat man wirklich noch gar nicht in irgendeinem Set von den beiden gesehen, dass das so ein Lead zwischen war. Und er macht so solide weiter. Ja. Also er bricht da kein Stück ab. Lässt sich nicht beirren. Zeigt SDN wieder, warum jetzt hier gerade nochmal das Reset mitgespielt wird. Und es ist nicht so, dass... Oh! Nein, es killt immer noch nicht. Es ist nicht so, dass SDN gerade irgendwie fumbelt oder sowas. Der wirkt ganz ruhig eigentlich, aber der Funk spielt gerade einfach richtig crazy gut. Okay, Patience, aber zu lange. Oh, schöne Beefy. Oh! 133%, das ist Kill-Prozent. So, was killt? B. Up-Smash. Up-Smash. Oder? Das killt nicht. Nee, das haben wir schon gelernt. Oh, ja. Der Parry. Ja, wie kann man sowas punishen? Down tilt? Weiß ich nicht. Oh mein Gott. Oh. Digga. Oh. Kommt da hoch, jumpt, aber wird gepunished. Oh, Dash Attack killt noch nicht. 181%. 181% einfach. Ah, da killt. Oh! Das war's! Bei 180, yo! Was? Das ist 2-2. Alter. Wir kriegen hier volle 10 Matches voll. Wir kriegen einfach volle 10 Matches. Ja, das ist irgendwie, ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, was das immer ist, aber wir kriegen immer volle 10 Matches. Und damit muss man als TRO irgendwie auch planen, ne? Ey. Als hätte ja irgendwie jemand gesagt, nee, wir gehen hier nicht vor 8, 9 Uhr abends raus. Ja, halt echt, ey. Es ist echt crazy. Boah, fährt die Bahn nicht. Ich muss so lange smashen. Ja, ich glaube, Bahn guckt auch gerade auf irgendeinem Screen. Ja, guck bestimmt. Mit. Oh. 20 Minuten Verspätung. könnte noch ein Set dauern. Ja, geil. Oh, die Leute schreien voll rum. Oh. Warum nur? Heißt, sehen die das irgendwie, sehen die gerade was anderes? Also sehen die in die Zukunft sozusagen und wir sehen noch die Vergangenheit? Ich hoffe nicht. Ich will im gleichen Zeitraum drin. Ja, jetzt wird man ja auch gespoilert. Oh, der Big Punish. Oh, sehen wir noch einen Big Punish? Weil das war ja eigentlich das, worin der Funk so gut war. Immer dieses Edge-Game. Jetzt sehe ich gar keine Nairs mehr und so, ich weiß nicht. Oh, guter Damage. Der Command-Grab kam durch. Oh mein Gott, ein guter irgendwie Nair-Punish oder so, ne? Wenn er einmal mit... Oh mein Gott. Up-Smash oder so. Ja, mal gucken. Mal schauen. Oh mein Gott, gewinnt der Funk das wirklich noch? Ich habe nach dem ersten Set gedacht, nein. Nee. Also ich dachte wirklich nicht. Es sah wirklich nicht danach aus, ne? Aber der junge Mann hat sich so krass gefangen. Ja, nach dem 2-1 war ich wirklich so, dachte, no chance. Aber what? Wie kann man sich noch so hart fangen? Oh mein Gott. Es ist wirklich so spannend gerade. Wer verliert den ersten Stock? Das könnte so viel bedeuten. Und der Funk gewinnt. Hier den ersten Stock zumindest. Kann er jetzt Damage machen? Curse broken. 22% schon gut. Der Curse ist broken. Er ist immer noch broken. Er hat zweimal gehittet, nachdem er den Stock geholt hat. 98% ist halt auch... Oh mein Gott. Macht er wieder so eine Big Knee? Schon wieder, oh mein Gott.
Oh, und den Dash Tag Callout, aber es reicht noch nicht. Guck mal, wie Patient, er steht wieder. Ja. Er beobachtet. Ach. Die Nair killt noch nicht. Lässt sich auch nicht beirren hier. Er ist so patient, aber also in solchen Momenten merkt man schon, dass das Schild dann doch immer schon ziemlich klein wird. Und dann wird es halt auch wirklich scary, ne? Dann panikt man wirklich. Ja. Also es ist immer noch schon viel Schild. Oh. Oh mein Gott. Oh. Der Clank. Der Clank. Und hier wieder eine Fair. SDN auf Stage. Oh. Oh. Oh, wieder mit der Freestock-Lead hier. Oh mein Gott. Und oh. Einfach so. Einfach so. Oh Gott. Oh. Kommt jetzt. Oh, das Momentum. Fuzzis. Okay, jetzt hier SDN mal. Aber, oh mein Gott, da kam einfach nichts raus aus dem Downthrown. Wann hat man das schon mal bei SDN? Oh mein Gott, was passiert hier? Die ganze Venue irgendwie voll am Lachen. Ich glaube, das ist der Druck einfach. Irgendwie muss das raus. Oh. Und der Command Grab sitzt schon wieder. Und? Was kommt als nächstes? Ja, Command Grab, ne, das sind immer die 20%. Das ist schon stark. Ja. Oh. So ein bisschen vergleichbar mit Ike's Upbeat auch. Die macht auch immer so viel Schaden einfach. Wenn sie trifft und das... Oh. Ja. Oh mein Gott. Die hat zu viel Momentum. Das wird Last Hit. Oh nein, das wird Last Hit. Oh mein Gott, das wird Last Hit. Das wird ein Krimi jetzt. Oh nein. Mein Herz jetzt schon. Oh Gott. Das erste AHD muss ja einschalten. Das ist wirklich hier der Tatort. Ja, wirklich. Oh. 100% jetzt hier. Wenn das weiter so geht, dann wird das damit enden, dass er auf 150 landet. Davon auf 69 oder so, auf irgendeiner Schnapszahl. Und dann Downthrow, ab hier oder so. Oh! Okay, aber safe noch. Landet auf der Plattform. Neutral. Neutral. Oh. Oh, das ist kein Uptake gewesen. Oh. Oh, kein Tech Chase. Oh. Oh, das ist so patient. Er stalkt ihn, er ist der Michael Myers hier. Ja. Aber SDN macht das schon gut. Er bleibt in der Nähe von der Edge, kann dann zur Not auch einfach Abi machen. Er braucht halt diesen Damage jetzt noch, ne? Jetzt langsam wird's knapp. Also jetzt könnte irgendwas killen. 160%. Das ist ein 100% Unterschied wieder hier. Aber wir haben schon einmal gesehen, das hat nichts zu bedeuten. Das hat wirklich nichts. Einmal catchen und das war's. Oh. Oh, oh die Nair. Okay. Und Backer vielleicht. Oh, das war gerade knapp. Eine Backer, doch, könnte schon sehr gefährlich werden jetzt. Bei 150%, ich glaube, das killt. Ja. Oh, die Nair! Reicht noch nicht. Immer noch still im Game. Da kommt gleich wieder eine Abi, ja. Yeah. Da kommt die Abi. Und jetzt? Oh Gott, der Parry gerade. Oh, die Nair! Oh nein, das ist immer noch nicht. 187! Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist so knapp. 187. Oh mein Gott. Und jetzt wieder so patient. Auf einmal die Nair schon wieder. Irgendwann kriegt die Nair. Die Nair total stale. Es ist immer noch nichts entschieden. Oh, wenn jetzt eine Dash Attack kommt oder so. Oh mein Gott. Ich kann fast nicht hinsehen, aber ich muss. Oh, der Parry war stark. Ja, aber das Schild zu sehr belastet dabei. Ja, da bleibt der patient auf jeden Fall. Und die Nair schon wieder. Ah, wir sind immer noch dabei. 100%. 200. Eine Minute noch. Eine Minute. Oh, der ist gut. Oh, er geht. Was ist? Er geht er? Nein. Oh, er lebt noch. Er lebt immer noch. Er ist immer noch drin. Und er wird uns. Oh, what the fuck? Was war das für ein Match, Mann? Alter. Boah! Digga, wie crazy war das denn? Alter, SDN hat versucht, das alles zu beenden mit der API. Und auf einmal, der Crab killt einfach. So ja. Oh mein Gott. Es hat davon einfach genutzt. Und jetzt hat er das erste Mal ein Turnier gewonnen. Gratulation an ihn, Digga. Let's go. Oh mein Gott. Zu der Liste der Sieger von NIZ zählt also jetzt auch davor.